Hallo und willkommen zurück zu Pokémon Feuerrot. So, ich habe in der Zwischenzeit ordentlich trainiert. Da schau mal kurz auf die Pokémon. Wir haben ein Glurak, da hat sich gar nichts verändert. Level 69. Nidoking auf Level 23, da hat sich auch nichts verändert. Aber Zapdos, Lapras, mein Relaxo, das nach mir benannt wurde, weil ich genauso fett bin. Und das Arctos, also die sind alle auf Level 60, bis auf das Relaxo, das habe ich nur auf Level 42. Weil danach ist schon genug Zeit ins Land gestrichen und dann hatte ich einfach keine Lust mehr. Ja, so geht es. Und jetzt wird es Zeit für die Pokémon-Liga, aber davor für die Siegestraße. Ah, schade, dass ich hier keinen Top-Schutz kaufen kann. Kann ich bestimmt irgendwo anders noch? Naja. Spätestens vor der Siegestraße ist ein Pokécenter, das wir nutzen können, um dahin zumindest zu fliegen. Und dann wäre die Idee, dass wir irgendwo nach Fuxania City, also in eine der letzten Städte gehen, oder hier auf die Zinnoberinsel, da kann man es garantiert kaufen. Und das Arschloch ist da. Was? Lukas, was für eine Überraschung. Du bist also auch auf dem Weg zur Pokémon-Liga, oder? Du bist jetzt auch alle Orden? Das ist cool. Lukas, ich werde mich für die Pokémon-Liga aufwärmen, indem ich dich besiege. Also, los geht's. Da muss ich deinen Trainingsplan leider durchkreuzen. Bin aber gespannt auf deinen Tour-Talk. Ein Tauboss. Das ist eine schlechte Wahl. Guck mal, was ich habe. Ein Glurak. Wer wird gewinnen? Achso, ich habe Glurak auch Erdbeben beigebracht. Anstatt Flügelschlag hat man, dass es einfach ein bisschen effektiver gegen alles Mögliche ist. Erdbeben ist eine wunderbare Attacke und die hat Glurak sich mehr als verdient. Turtok, ja, auf jeden Fall wollen wir mal wechseln. Ich würde sagen, das Zapdos bietet sich doch wunderbar an. Das sieht schon so mürrisch aus. Ne, sieht aus wie normales Turtok, aber das Turtok sieht auch extrem cool aus. So, wir haben Donnerwelle und Schockwelle. Dann probieren wir es mal mit Schockwelle. Bist du geschockt? Halbwegs. Wunderbar. Regentanz. Achso, du bist ja ein Wasservieh. Das freut meinen Glurak aber gar nicht. Ja, wir werden schon irgendwie klarkommen. Dann nochmal Schockwelle. Vielleicht hätten wir erst Donnerwelle machen sollen, damit es paralysiert ist. Ist egal. Jetzt regnet's halt. Ist auch schönes Wetter, finde ich. Und ein Rihorn. Dann nehmen wir doch gleich mal das Lapras. Warum sind wir denn gerade so gut vorbereitet? Und was haben wir? Lapras hat ganz interessante Attacken, das wusste ich gar nicht. Die haben zum Beispiel Aces Kälte, das besiegt, wenn sie trifft, das Pokémon gegenüber sofort. Toxin habe ich ihm von der TM beigebracht und Eisstrahl konnte so. Hydropumpe auch. Hat die nur 5 AP, die Hydropumpe, oder habe ich mich gerade verlesen? Ich dachte, die hat mindestens 15. Dann müssen wir aber da ein paar Elixiere mitnehmen. Ein Owei. Owei, Owei. Glurak, du bist gefragt. Ist das Pflanze, ist das Käfer? Keine Ahnung, es kann auf jeden Fall weg. Ja, es regnet weiter. Macht nichts. Ah, nee, was habe ich denn? Irgendwas war hier. Flügelschlag kann es ja noch. Vielleicht eine Metallklaue. Müsste ich sehen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was ich verlernt habe. Schlitzer. Schlitzer war es. Genau, eine normale Attacke gegen eine normale Attacke oder Bodenattacke. Das war in Ordnung. Dacht, Flügelschlag wäre es gewesen, aber da ist er ja gewesen. Oh, jetzt habe ich das Pokémon gar nicht gewechselt. Dann können wir aber theoretisch Erdbeben einsetzen, ja. Es regnet, das ist schön, das macht den Boden so schön nass. Dann wollen wir mal, und alles wird durchgeschüttelt. Ja, würde auch sagen, sehr effektiv ist das sogar. Das war eine gute Wahl, Glurak den kleinen Trick noch beizubringen. Und ein kleines Simsala.
Das sieht auch immer so mürrisch aus. Jetzt regnet's nicht mehr. Och, was soll's. Flammenwurf. Na, ob das reicht? Sollte eigentlich. Ich bin 21 Level drüber. Nee, sogar 22. Ja, hat gepasst, würde ich sagen. Was? Ich war zu unvorsichtig. Das bist du öfter, Kevin. Das bist du öfter. Das war ein gutes Aufwärmtraining. Ich bin gut auf die Pokémon-Liga vorbereitet. Lukas, auch wenn du gewonnen hast, musst du mehr trainieren. Ich glaube, du bist dir dessen bewusst. Bis dann. Ich hatte im Kopf, dass ein größeres Arschloch war. Das geht ja voll klar. Was haben wir hier unten für Pokémon? Greift mich an. Ich will eigentlich noch ein cooles Drachen-Pokémon. Ich dachte irgendwie zumindest Dragoran wird es hier irgendwo geben, aber habe ich bis jetzt nicht aufgespürt. Komisch. Ja, Haupteingang der Pokémon-Liga. Jetzt kommen da wieder die ganzen Wärter, die meine Orden sehen wollen. Oh, du trägst den Felsorden. Dann darfst du weitergehen. So, ich werde das nicht bei allen acht vorlesen. Ja. Habe ich. Quellorden passt. Dankeschön, Weg fortsetzen. Ja, du auch noch. Was ist das überhaupt für ein System? Die hätten da so Lichtschranken oder Laser-Röntgenmaschinen hinmachen sollen. Oder am Anfang einfach, wo ich meinen Trainerpass mit den acht Orden reingebe. Das ist doch Schwachsinn, dass man hier immer acht Leute voll beschäftigen muss. Ja, ich möchte auf jeden Fall Surfer einsetzen. Hui. Ja, ich habe den Seelenorden. Willst du sonst noch was sehen? Gut, danke. Hier würde ich ein Item verstecken. Die anscheinend auch. Ein Top-Äther. Ah, sehr gut. Da wird sich Lapras freuen. Wenn es mal keine AP mehr hat. Ja, Sumpforden. Ja, ich habe noch was ganz anderes Sumpfiges an mir. Das willst du garantiert nicht sehen. So, dann natürlich schauen, was hier für Pokémon gibt. Ein Arbok, da hab ich aber Bock drauf. Und Level 44, ich hätte glaub noch ein bisschen warten sollen beim Trainieren. Das hat echt lang gedauert. Das höchste der Gefühle waren Pokémon mit Level 35 oder so. Und hier fing es ja schon mit 44 an. Aber dafür konnte man Kevin relativ leicht ausschalten. Was, du wolltest mich vergiften? Du Arsch, wie viele Hyperbälle habe ich? 21. Wunderbar. Das soll doch reichen. Und eine Schlange mehr fürs Inventar. Oder wir könnten das Inventar aus Schlangenleder machen. So was toller Schlangenhaut. So. Das Muster auf seinem Bauch ähnelt einer Fratze. Schwache Gegner nehmen bereits beim Anblick Reis aus. Ja. Ganz schöne Fratze, die er da drauf hat. Das Fritzchen. So. Ja, ach, du willst auch noch. Ja, ich habe einen Vulkanorden. Jo, passt. Hat ich nicht anders vor. Ich würde euch auch herausfordern. So, was haben wir hier noch? Ein Minky. Haben wir schon. Level 34 bringt mir nichts. Weg mit dir. Du hältst mich nur auf. Haben wir nicht? Ja, Erdorden habe ich. Wie viel gibt's denn noch? Ah, das war der letzte. Mist, und ich dachte, hier am Fußende gibt's ein Pokécenter. Na, jetzt scheiße. Okay, eine Stärke können wir auf jeden Fall nicht nach oben anbinden. Schau mal vorbei. Kleinstein! Hier hau ich gerade auch nicht aufs Maul. Das lohnt sich nicht, vor allem im Glurak. Wir haben aber genügend gute Pokémon jetzt, dass wir hier eigentlich nichts aufpäppeln müssen. Nach Hollow, dich haben wir auch gefangen. Es wäre echt klasse, wären die Pokémon hier irgendwie auf Level 50 schon. Teleportieren? Hallo? Was denn das auf dem Boden? Außer, dass es ein Macholo war. Es gab doch gerade keinen anderen Durchgang, bin ich bescheuert? Ah, ich verstehe. Und endlich mal ein Onyx.
Flammenwurf. Soll's überleben. Würde ich mal hoffen. Nein. Leider nein, leider gar nicht. Na gut. Totes Onyx wird auch akzeptiert, so. Ja, ich möchte Stärke einsetzen. Ja, auf jeden Fall. Gut, gut. Kann mich gar nicht an den Part hier erinnern. Das sieht so aus, als ob man auf diese Plattform da rechts dieses Ding schieben müssen, warum auch immer. Level 44, das lohnt sich ja halbwegs. Das lohnt sich ja halbwegs, sich zu besiegen, aber hier gibt es noch viele Trainer drin. Vielleicht sollte ich echt ein bisschen sparen, was meine Attacken angeht, auch wenn wir viele gute Pokémon dabei haben. Wir haben, glaube ich, noch 10, 15, 20 Schutz, keine Ahnung. Topschutz, 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 Topschutz. Topschutz, 19. Gut. Dann wird es hier weniger krampfhaft. Und noch ein bisschen. Und jetzt kommt eine gemeine Stelle. Nee, kommt eine gemeine Stelle? Nee. Das schaffen wir ja. So. Wirklich, dass man das machen muss? Ja, anscheinend. Sonst wäre es ja anders gegangen. Oh, eine Astrainerin. Glaubst du etwa, du kannst es mit mir aufnehmen? Oh, das glaube ich allerdings. Besonders, wenn du ganz viel Geld dabei hast. Snobilikat, wieso hast du denn jetzt 5 Pokémon dabei? Schlecht für meine AP. Reicht ein Flügelschlag? Finden wir es raus. Nein. Doch. Ich habe nichts gesagt. Das reicht ja wunderbar. Ein Punita. Ich würde sagen, dann machen wir doch das gleiche nochmal. Flügelschlag. Davon haben wir nämlich am meisten. Das ist eine billige Attacke. Aber solange sie funktioniert, warum nicht? Ein Galopper. Na, welches Level hast du? Da probieren wir es natürlich auch. Kann jetzt natürlich sein, dass das bessere Werte hat und das überlebt. Nein. Na gut, 30 Level drüber hat hier noch was bedeutet. Oh, ein Vulpix. Sehr schön. Zwar sehr gruselig, vor allem mit diesem XBRZ-Filter, der hier gerade über dem Bild liegt. Aber jetzt ist er tot, kann uns nichts mehr tun. Gut, Vulnona war erwartbar. Und das sieht komplett komisch mit dem Filter aus. Da bei der Schnauze passt hier nichts mehr zusammen. Naja. Nein! Die erste, die es überlebt hat. Ach, setz doch keinen Hypertrank ein. Sei doch keine Spielverderberin. Was das wieder an Ressourcen hier mein Glura kostet. Hätte wenigstens ein Volltreffer sein können. Naja. Dann eben auf zweimal. Ich bin raus. Ja, nur 3000 trotz Münzamulett. Das ist aber nicht gut gespart. So, das können wir hier unten noch hinbringen. Und noch ein Astrainer. Ich glaube, du bist gut. Gut genug, um mich zu schlagen. Finden wir es raus. Ich hab das Gefühl, ich kann euch alle besiegen. Oh, wieder 5 Pokémon. Naja, gebt Geld und gebt Erfahrung. Flammenwurf, damit wir diese hässliche Ratte nicht so lang sehen müssen. So, macht mir nebenbei ein bisschen was zu trinken auf. Wird dann eventuell mal ein bisschen gluckrig im Mikro. Nein, Shillock, ich will wechseln. Oh, ich sollte echt lesen, was da steht. Flügelschlag. Hätte auch Erdbeben machen können, dann wäre es weg gewesen. Ah, das geht auch. So. Oh, dieser Knosps. Ein dieser Knosp. Knospeli. Knuspeli. Ja. Sieht so aus, als ob es den Flammenwurf hat kommen sehen. Das wäre dann ungefähr mein Gesichtsausdruck, wenn mich mein Trainer trotzdem rausschickt. Und ein Glutexo. Nö. Wir hätten zwar einen Lapras, aber das hält uns nur auf. Flügelschlag.
Was will das Blutig so unschon großartig tun? Oh, kommt ja nicht mal zum Schuss. Da sind wir schon zwei. Was kommt jetzt? Ein Glurak. Wo hast du das denn aufgegabelt? Bestimmt von so einem Glutex so einfach weiterentwickelt. Ach du Arsch, überlebst auch noch. Ja, was willst du jetzt mit deiner scheiß Grimmmasse da? Initiative sinkt. Oh, und ich hab wieder einen Hyperdrang. Wie viel Geld habt ihr Leute denn? Anscheinend nicht so viel, weil ihr seid echt knausrig. Haben vielleicht alles für Items ausgegeben. Das kommt auf uns auch noch zu. So, Wunderbär. Kannst du jetzt was Neues auf Level 71? Neuen Trick? Nö. Immerhin hatte ich eine Chance. Der hat einen komischen Namen, der hieß Nepomuk. Mank, irgendwie so. Da kommt man nicht durch. Den kriegt man hin von unten. Ja, ich möchte den Felsen bewegen. Ja, ich bin mir sicher. Ja, ich will die Animation, die 5 Sekunden dauert, plus Text hautnah erleben. Ein Glück haben wir noch Top-Schutze dabei. So, das hat jetzt irgendwas gebracht. Wahrscheinlich hier oben wieder. Oh, alle so aggressiv. Die Siegelstraße stellt eine Art Abschlussprüfung für Trainer dar. Ich dachte, die Abschlussprüfung wäre die Pokémon-Liga. Naja, nicht das erste Mal, dass ich doppelt geprüft werde. So, du mochtest Flügelschlag gar nicht. So, jetzt werde ich mal kurz was trinken. Ich hoffe, das gluckert nicht. Mach Hollow. Ah, zu viel Kohlensäure. Gute Apfelsaftschorle. So, geht wieder. Durst ist gestillt. Der Blutdurst nach meinen Feinden ist aber größer denn je. Denke ich mal. Das oder ich habe noch ein bisschen Hunger. Das kann ich nie auseinanderhalten. Ja, du hattest hier aber wieder nur ein Typ von Pokémon dabei und dessen Weiterentwicklung. Ich bin enttäuscht. Sein, du gibst mir jetzt ganz viel Geld, dann verzeih ich dir. Nee. 2000 sind nicht viel. Oh nee, hört doch auf. Sandsturm. Richtig nervige Attacke. So, da unten gibt's eine... Leiter. Hyperheiler, der könnte nützlich sein. Will nicht mit jedem Beef anfangen. Nein, Schutz wirkt nicht mehr. Das ist doch meine beste Verteidigung. EP-Teiler können wir... Nee, geht man nicht. Lapras habe ich ihn abgenommen. Die Siegelstraße ist sehr schwer zu meistern. Ja, ich glaube, das kriegt man hin. Paar Fluchtseile haben wir auch. Was bist du denn, Jongleur? Ein Pantymos. Auf Level 48. Wieso hast du nur ein Pokémon? Ja, voll lame. Flammenwurf. Asche zu Asche und all das. Pantymos auch zu Asche. Ja. Ja. Deswegen nicht einfach wildfremde Leute angreifen. Und 3800 Öcken. Her damit. Was haben wir hier? Hagelsturm. Das ist ja noch schlimmer als Sandsturm. Du hast doch hoffentlich auch gekommen. Mit dir legen wir uns auch an. Komm nur her, ich werde dich besiegen. Ja, das glaube ich kaum. Ja, zeig mal, was du hast. Oh, ein Dompteur. Wie hieß der? Ottfried. Ja, war komisch. Und hat er dann einen Riesenlutscher in der Hand? Sah zumindest so aus. Hilft es beim Domtieren? Domestizieren? Tiere auspeitschen? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es, glaube ich, auch nicht rausfinden. Entoron. Oh, da hätte man wechseln können. Ist egal. Ich vertraue meinem Flügelschlägelein. Und das ist zu Unrecht. Nein, ich bin schon konfus genug. Oh, nee. Ja. Pokémon. Zapdos, raus mit dir. Zeig dem Entoron, woraus wir gemacht sind. Toll, jetzt ein Kreideschrei. Schockwelle. Na, da hätte es, glaube ich, auch der Borschnabel oder das Aeroas getan.
Ist egal. Bisschen übertreiben kann man ja. Auweia, ich bin besiegt. Der hat einen Riesenlolli, das mag ich. Und Kohle hatte der auch. Komisch, dass die Astrainer kaum noch Geld haben. So, irgendwas muss man irgendwo reinwerfen. Vielleicht gibt es hier so eine Höhle, wo man den Stärkeding... Muss ich das Stärkeding hier hinschleppen? Anscheinend ist mir das Item wert, wahrscheinlich nicht. Wir probieren es trotzdem. Man erzählt von einem Wunderkind, das immer den Hilfe-Button drückt. Ich habe von ihm gehört. Natürlich hast du wieder 5 Pokémon. Oh, sehr schön. Ein Kokowai. Vorbei, vorbei mit Kokowai. Oh, ja, das sollte doch reichen. Du bist doch so grün, du kannst Feuer nicht besonders mögen. Außer dir ist schlecht. Ein Elektroball, Elektro mich am Arsch. So viel Flammenwürfe, wie ich hier brauche. Lohe-Kanonade können wir auch einsetzen. Danach müssen wir aber das Pokémon wechseln, sonst müssen wir uns aufladen. So. Wozu der Geist? Können wir doch verbrauchen. Sandama. Dann nehmen wir das Lapras. Das freut sich auch über ein bisschen Action. Hydropumpe. Tatsächlich nur 5 Stück. Dann nehmen wir Eisstrahl. Schauen, ob das funktioniert. Ich würde sagen, das tut's. Sogar sehr effektiv. Ich bin nicht überrascht. Ein Austus. Zapdos, raus mit dir. Sicher ist sicher. Aber Zapdos kann bestimmt auch das letzte dann besiegen. Schockwelle. Davon haben wir zumindest 20 Stück. Gut, jetzt nur noch 16. Passiert den besten legendären Vögeln. Und was kommt als letztes? Oh, nee. Ja. Lapras, hab gute Neuigkeiten, du bist nochmal gefragt. Und Zapdos gegen Feuer-Pokémon anzusetzen ist halt... Geht, aber es geht auch besser. Eisstrahl, warum? Obwohl Eis gegen Feuer ist dämlich. Scheiße. Ja, das ist nicht sehr effektiv. Oh! Wie kannst du denn gefroren sein? Das ist ja richtig Pech für dich. Hydropumpe. Also doch nicht so nutzlos. Ja, dass die Hydropumpe effektiv ist, das überrascht mich nicht. Und Nils wird besiegt. Du bist das Wunderkind. Natürlich bin ich das. Hier, wieder auf den Hilfeknopf. Ein Top-Beleber. Ich würde sagen, das hat sich halbwegs gelohnt. Ja, ich möchte auf jeden Fall stärker einsetzen. Wir müssen uns auch noch überlegen, was wir als 6. Pokémon mitnehmen, weil Nidoking wird es nicht sein. Ich muss kurz mal schauen, ob das... Nee. Nein! Er hat sich wieder zurückbewegt. Dieser Schlingel. SpongeBob hatte recht. Felsen können sich von selbst bewegen. Egal, das dauert jetzt noch ein bisschen. Gleich soweit. Einen Augenblick noch. Da unten ist das Loch, wo er rein muss. Und das darf man nicht verkacken. So. Oh. Ich wünschte, ich hätte mehr Schutz. Das wäre echt nervig, wird man konstant angegriffen werden. Oh, da unten liegt ein Item. Das nehmen wir gleich mit. Hitzekoller. Die ITM mag ich. Vielleicht bringen wir die Lavados bei, wenn wir Lavados mitnehmen. Megablock. Ich kenne nur Cockblocks. Die sind aber auch nicht sehr schön. Wenn du an mir vorbeikommst, kannst du zu den Top 4 gehen. Wieso bist du der selbsternannte? Achso, du bist ein Verrückter. Ein Pokémaniac. Namens Klaus.
Flügelschlag hat sich bei Glutexo doch angeboten. Wäre jetzt cool, hätte Glutexo dann irgendwie Shillock und dann auch dieser Knosp. Ein Lapras? Ja, natürlich wollen wir das Pokémon wechseln. Da ist mein Glurak relativ... Obwohl, mit Erdbeben hätten wir es auch geschafft, aber... Zapdos muss ja auch mal hier noch ein bisschen EP sammeln. Für die Top 4 muss ich da nochmal wahrscheinlich alle auf Level 70 trainieren. Das machen wir aber erst am Ende der Siegestraße. Wenn dann, also das mache ich wieder in der Zwischenzeit, wenn wir dann das Pokémon Center an der anderen Seite haben. Ein Schlurp. Das verträgt Elektro doch auch nicht so. Vor allem die riesige Zunge, wenn man die in die Steckdose steckt, das tut bestimmt richtig weh. Oh, hat er überlebt. Dann nehmen wir doch ein Aeroass, bevor uns irgendwas passiert. Volltreffer sogar. Hätt's glaub nicht gebraucht. Doch, hier mit dem EP. Klaus wird besiegt. Nein, unglaublich. Ja, und die Firma dankt für die Moneten. Ja, ich möchte den Felsen bewegen. Ja, wunderbar. Nur einmal. Kann sein, dass der hier unten irgendwo drauf muss. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen. Haben wir die nicht schon längst draufgesetzt gehabt? Merkwürdig. Den anderen müssen wir dann nicht setzen. Bin gerade ein bisschen irritiert. Hier waren wir auf jeden Fall. Ja, oben hat... Wieso verschieben die sich gerade alle wieder? Normalerweise bleiben die schön ruhig. So, dann gehen wir mal hier hoch. Ach, hier gibt es nur ein Item. Und ich komme, wie es aussieht, nur an eins. Eins auf einmal. Oh, dann nehmen wir zuerst das oben. Drachenklaue, nett. Hier liegen aber gute Sachen rum. So, dann mal aus dem Bild, aus dem Sinn. Kopfschutz wieder einsetzen. Hat sich der oben auch resettet? Ja, gut. Da müssen wir ja nicht lange fackeln. Sonderbonbon stecke ich mir nachher ganz wo an besonderen Ort. Mehr will ich nicht verraten. Ist mir peinlich. So, dann müssen wir doch nach oben. Irgendwas habe ich gerade falsch gemacht. Da unten nicht. Das müsste eigentlich schon aktiviert gewesen sein. Ach, hier müssen wir. Dann müssen wir einen Stein hier runterkriegen. Kriegt man das überhaupt? Egal, wir gehen erstmal hier nach oben. Genau, dann... Oh! Echt geizig, die Pokémon-Firma da mit 250 Schritten nur. Wir waren auf jeden Fall da in der Mitte noch nicht. Vielleicht kommen wir hier weiter. Gleich siehst du, wie gut du bist. Ach, ich glaube, das weiß ich schon. Das musst du mir nicht zeigen. Ein Knofenser auf Level 42. Was für eine Verschwendung. Flammenwurf. Wichtig viel zu trinken. Vor allem jetzt, wo es wärmer wird. Ich glaube, das erste Mal, dass wir einen Ultrigarier sehen in der ganzen Staffel von Pokémon Feuerrot. Ansammlung an Episoden. Oder auch Let's Play. Und ein Satzenia, obwohl Satzenia haben wir, glaube ich, schon gesehen. Kann mich dunkel dran erinnern, aber auch vielleicht, weil ich Satzenia richtig cool finde. Dass es mir so in Erinnerung geblieben ist. Und Level 72. So soll das. Ein Parasek. Da tun wir doch nochmal... Obwohl, Flügelschlag. Du bist doch ein Käfer. Magst doch gar keinen Flügelschlag. Ja, wunderbar. Hab ich mich mal korrekt an was erinnert?
passiert selten genug. Und ein Paras, ja gut. Den hättest du auch vorschicken können. Wenn Parasek nicht bringt, hast du hiermit auch keine Chance. Ja, nächstes Mal besser nachdenken. Ja, oh, nur 3000. Lohnt sich ja gar nicht, gegen euch zu kämpfen. Oh, den braucht man natürlich. Natürlich will ich Stärke einsetzen. Wusst doch, irgendwo müssen wir einen Felsen runterwerfen. Braucht man hier noch irgendeinen? Nee. Nee, du. Theoretisch, nee, wir kommen nicht da rein. Dann runter mit uns. Ja, ich möchte ihn einsetzen. Ja, ich bin sicher. Ja, ich bin ganz sicher. Wunderbar. Und dann schalt mal hier die Treppe frei. Wenn wir das jetzt nicht vermasseln. Und ich bin so gut im Zeug vermasseln. Oben ist, glaube ich, die richtige Wahl. Wo muss der denn eigentlich hin? Noch eins weiter, sonst kriege ich ihn ja nicht mehr weg, oder? Ich hab's vermasselt. Nee, noch nicht ganz. Wo willst du den hinhaben? Ja, ich weiß, dass Schutz nicht mehr wirkt. Erstmal orientieren. Es soll doch gar nicht hier oben hin. Was mache ich denn mit dem Stein? Ach, er liegt eh wieder unten. Hier soll er hin. Ja, das macht auch mehr Sinn. So. Weil da oben habe ich dann nicht unbedingt gewusst, wie ich ihn reinbekomme. Ja, das klappt hier schon. Noch. Wunderbar. Noch ein Stück. So, zwei Arschtrainer nochmal vor uns. Lore, ihr versuchen gemeinsam Champs zu werden. Jo, lass mich wissen, wie es läuft. Wahrscheinlich scheiße. Doppelkampf mag ich. Nidoqueen und was? Nidoking? Ja, ihr braucht mehr Pokémon, sonst wird das nix. Nidoking, das tut mir leid. Pokémon-Tausch mit Arktos. Da sollt Erdbeben nichts machen. Ja. Arktos, ich vertraue darauf, dass du schwebst. Okay, Nidoqueen wird schon mal besiegt. Dann hat der King auch keine Chance. Gut. Keine Wirkung auf Arktos. Halbwegs wie geplant. Und down ist Nidoking. Wunderbar. Das sollte jetzt aber ordentlich Geld geben. Oh, nur 4300. Wieso denke ich immer, dass ihr Geld habt? Dem ist ja gar nicht so. Den brauchen wir ja im Moment gar nicht. Wir müssten hier runter. Da ist noch ein Astrainer und da ist ein Ausgang. Ist der uns nicht angegriffen? Oh. Kam mir früher komplizierter vor. Na, da hatte ich auch keinen Schutz. Jetzt müssen wir nur noch durch dieses Labyrinth. Und da hört schon auf. Wir kriegen es hin. Ja, Schutz wirkt nicht mehr. Indigo-Plateau. Genau das wollte ich doch erreichen. So, dann würde ich sagen, das war's schon für die Episode. Nächstes Mal geht's in Top 4 an den Kragen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.